Moin Leute, Corlas hier. Willkommen zurück zu BattleBit Remastered. Ist natürlich jetzt wieder Fruges Conquest Zeit. Aber ich spiele jetzt mal als Support. Mal wieder. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Lust bei Fruges mal wieder ein bisschen Bipod Action zu machen. Wie gut das funktioniert, werden wir sehen. Aber die Möglichkeit besteht, dass es relativ gut bis okayisch funktioniert. Da hofft man einmal, dass die Gegner hier schön hardcore reinpushen. Was ist? Nee, nee, nee. Wieder kein Verlass auf die Gegner. Wenn sie nichts erobern sollen, machen sie das und sonst... Ha. Nee, nee. Immer das Gleiche. Oh, hey Dude. Ja, Häuser sind hier auch wieder alle hardcore besetzt. Ich bräuchte irgendeine geile Stelle, wo ich mich hier hinhauen kann. Ja, das wird ziemlich hart hier, oder? Geil. Revive der ist die Frage. Ich glaube ja. Dann machen wir mal kurz ein bisschen Granatenparty. Wow. Da kam sie von allen Seiten. Das ist halt das Bittere an so einer Position. Das ist halt das Bittere an so einer Bipod-Position. Die war zu offensichtlich. Es gibt hier sicher geile Ecken, wo man Bipod anwenden kann. Muss ich nur erstmal finden. Und dann erstmal mit meiner Glock hier schön weiter rennen. Habe ich wenigstens einen Running Speed, der okayisch ist. Wait, warum ist hier... Warum ist hier ein Tactical Light? Okay. What the fuck, was war das? Warum hat dir so ein Tactical Light durchgeschallt? Okay. Fast so schlimm wie ein Panzer, der um die Ecke kommt. Jo, also hier haben wir alles. Ich glaube, wir müssen uns... Also gegen Fahrzeuge habe ich jetzt nur C4. Geht zwar, aber ist halt nicht das Geilste, ehrlicherweise. Weil ich sag mal, maximale Wurfreichweite, wenn das Gestell jetzt ein BTR ist, kann ich so machen. So. Ist schon in Ordnung, aber ist halt jetzt auch nicht das Beste, ne? Also, ist okay. Dafür das, was es ist. Da ist die Frage, kommt da wer um die Ecke oder rechts unten einer um die Ecke? Tja, dazu ist nicht nichts. Natürlich schießt er hier einmal hin, damage mich ein bisschen und geht dann wieder in Deckung, ey. Kann nicht mehr sein. Erstmal wieder reviven die Mates.
Ja, hier könnte geil sein. Mal gucken. Vielleicht springen noch ein paar mehr raus. Unsere Mates pushen gerade sehr hart, ne? Machen wir da noch mal ein bisschen mehr Loch rein. Oh shit, behind, behind. Okay. Die machen Dachparty, aber hardcore. Das wäre für unsere Sniper halt echt ganz gut, die irgendwo auf dem Dach hängen. Ja, hier werden wir nicht revived. Bitte, hätten wir Position bleiben müssen. Schade. Aber das ist halt mit einem Bipod versuchen aus der Hüfte zu ballern, ist tendenziell immer eine scheiß Idee. Habe ich doch richtig gesehen. Es war eine gute Stelle für Bipod. Allerdings sind da sehr viele Gegner. Und ich habe quasi gar keine Deckung. Ich glaube, wir müssen da gerade mal ein bisschen Granatenparty reinmachen. Holy shit, Alter. Uiuiuiuiuiuiui. Thanks. Das ist halt, wenn der hat sich an die Stelle gelegt, wo ich gerade war und einmal komplett durchgeflankt hab. Das sagt schon weh für die Gegner, glaube ich. Machen wir mal Hausparty hier. Gucken wir mal. Oh ne. Die haben da was dagegen. Frage ist, kriegen wir die? Medic. Ja, sorry, aber da muss ich gerade einen anderen kümmern. Oh, scheiße. Medic. Der hatte mich im Visier. Medic. Alter, diese Leute. Thanks, mate. Ich glaube, ich gehe wieder runter. Fetchen wir den ab. Okay, wird schon. Oh fuck. Was war das? War das ein Heli? Da ist ein Heli, glaube ich, auf uns gelandet. Oh Gott, er geht durch die U-Bahn-Tunnel. Na komm. Scheiß auf. Gehen wir mit unserer Glock. Wie stehen wir eigentlich gerade? 11-3. Ist okayisch. Oh, der kennt Wege, die ich nicht kenne. Die man sich selber erbauen kann, okay?
Leute, hier ist eh. Wollen wir hier nicht raus? Oder geht's hier nicht raus? Ah. Cool. Alter, diese U-Bahn-Tunnel, die sind so verwirrend. Wo kann man raus, wo kann man nicht raus? Was ist Realität? Oh shit! Kommt er oder kommt er nicht? Kommt er oder kommt er nicht? Er kommt nicht. Thanks. Von wo? Ah, oben auf dem Dach. Hier haben wir Bipod. Nee. Ist hier gerade zu risky. Okay, das war, keine Ahnung, Lag, Frameinbruch, irgendwas. Der hat sich ja so einen Meter nochmal nach vorne geportet. Fucking ey. Oh, Buddy. Du sprengst dich selber. Okay. Gut, ist nicht so, als ob mir das noch nicht passiert ist, aber schwierig. Oh ja. Nehmen wir auch. Einfach komplettes Sperrfeuer dahin, Alter. Wir werden von rechts beschossen. Wo sind wir denn hier auf dem Weg? Das dann beim Liefers. Au. Yep. Die wussten, wo wir sind. Warum nur? Please, nee. Komm noch mal raus. Ich geb dir so die Breitseite, Junge. Fruges ist immer so eine Dachparty, das ist der Hammer. Ich meine, Beat sitzt sich halt auch an, weil du gefühlt von überall aufs Dach kommst. Vor allen Dingen durch die Grappling Hooks von den Recons, also Scharfschütze, ist das halt richtig gut. Der kommt aber nicht nochmal, ne? Er möchte absolut nicht. Schade. Ist ja seine Gelegenheit, nochmal Hallo zu sagen. Oh ne. Denkst du, er ist alles gut, wenn du über die Straße läufst und dann kommt da so ein random Dude einfach um die Ecke. Oh boy, mitten auf der Straße reviven, thanks. Oh Gott. Ach. Da sind immer noch ganz viele. Kann ich bei dem Mate spawnen? Alter, da ist schon wieder der nächste auf dem Dach.
Wir haben was New. Was haben wir New? Underrail wollen wir kein anderes. Inside. Prisma nochmal dabei. Oh nee, irgendwie nicht. Es ist ja eher so ein bisschen Close Combat. Da will ich kein Medium Range Ding. Na, da können die mal nicht so auf dem Dach rumhängen. Da konnte ich den Bipod nicht anwenden. Ein bisschen bitter. Thanks. Scheiße, Mann. Fuck me. Dicke Rüstung. Ah, links, da ist noch einer. Das war nicht so gut von mir. Da hätte ich haben müssen. Ich glaube, der Bipod war auch noch nicht so ganz aktiviert, aber ich habe auch zu wenig durchgeheizt. Sind die alle oben im Gebäude drin? Oh nee, ich will die Punkte. Ab nach D, I guess. Man muss halt sagen, die Glock ist halt an sich eine saugeile Waffe. Aber nee, so nicht. Gegen Armor kannst du die halt komplett in die Tonne treten. Nee, ich will leben, danke. Geht die mit hoch? Okay, maximale Höhe erreicht. Keiner im Haus. Ich habe jetzt einfach mal gepokert, dass das Friendly Fire ist. Fuck me. An der Hausecke und natürlich hat er ein RPG. Ah, oben oder. Nee. Oben oder. Nee. That was a short trip. Thanks. No worries. Okay. I guess up nach D. G. Auf, auf. Fuck man, ey. Da hat er ein RPG einfach.
Es tut immer so gut, wenn du so eine Rakete in den Arsch kriegst. Beziehungsweise ins Gesicht in dem Fall. Ich lade einmal nach, bevor ich da rangehe. Das dauert ja so 13 Sekunden oder so. Ich warte immer noch auf dieses Entsicherungsding. Manches Mal muss er immer noch so einen Entsicherungsstift ziehen oder drücken oder wie auch immer. Okay. Ich glaube, die haben ein paar Claymores gefunden. Das war irgendwo vom Dach. Da. Da. I don't know. Unterstützen wir unseren Mate mal. Okay. Ich glaube, die haben es gekillt. Da haben sie es geklärt. Geht's mal weiter. Ab nach C. Ich weiß nicht, momentan ist im BattleBit im Chat irgendwie die ganze Zeit wieder diese Cheater-Diskussion. Fühlt sich aber ehrlicherweise irgendwie nicht so schlimmer an oder so wie diesmal war. Also, weiß nicht. Ich glaube, die sind einfach nur salty, weil sie die ganze Zeit gedownt werden. Also, ich glaube, das Schlimmste. Cheater-mäßige, was ich in letzter Zeit erlebt habe, war halt auf Multo Islands mit 70 Cheatern oder so, die gefühlt jedes Mal dich erschossen haben, wenn du irgendwo bei einem Mate im Freien gespawnt bist. Aber ansonsten, die Frage ist aber halt auch, wie viel Luck die halt haben. So, beziehungsweise wie unlucky es für dich ist, die Situation. Okay. Granatenparty. Ich hatte... Oh, nice. Nice, 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 nice. Oh, nicht so nice. I don't know where it's behind, bro. I'm sorry. Towards that, straight towards that, on the roof. Okay, guys, I'm gonna kill them and then I'll grab you. Medic! I'm pretty sure he's still there. He's not bad right now. Medic! Thank you, bud. Medic! Alter, also, sorry, Leute. Wenn ich im Game bin und. Ich hab da Leute, die die ganze Zeit so Medic brüllen. Die revive ich nicht. Es ist mir kack. Ja. Fuck, man. Ah. Hier ist halt wieder so eine High-Life-Party-Zone. Jetzt weiß ich aber, von wo ich gekillt wurde. Bringt mir leider nichts mehr gerade. Lebt überhaupt irgendeiner von unseren noch? Nee, ne? An der Ecke zumindest nicht mehr. Das Problem ist, die Gegner nehmen auch gerade ziemlich viel ein.
diese kleine Kackerhöhung hier macht's gerade nicht besser, ehrlicherweise. Den kann ich. Get over that bridge. Let's cross it. Thank you. Let's cross the bridge. If we just all go at once, they can't stop us all, right? Ah! Okay, nachladen, andere Position suchen. Vielleicht da oben irgendwo. Da kann ich die ein bisschen mehr abfacken. Ey, wie hier. Wie ist denn der weggesprungen so schnell? Fucking ey. Also, wenn ich jetzt noch Aim hätte, ne? Wäre das ziemlich geil. Einmal nachladen, bitte. Ich habe halt nicht wirklich viel Deckung. Oh, ich bin doof, ne? Komm, 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 komm. Haha. Kann mir ja Deckung basteln, die nicht ausreicht. Von wo wurde ich gekillt? Von rechts unten, okay. Ja, dann hat der anscheinend genau diese eine kleine Scheiß-Kackschneise gehabt, ne? Ärgerlich. Oh, das war's. 27,9. Nicht so gut. Naja, aber war mal wieder eine Runde. Alter, wie hier ist Hausparty wieder. Aber sonst sehen die Dächer gerade okayisch aus. Naja, guti, bis dann, schönen Tag noch.